Heute machen wir eine Vanillesoße. Dafür brauchen wir 500 Gramm Milch. Ein ganzes Ei und einmal nur das Eigelb. Zwei gestrichene Esslöffel Vanillezucker, ich habe selbstgemachten. Und zwei gehäufte Esslöffel Speisestärke. Das alles, wie ihr gesehen habt, einfach in den Mixtopf geben. 8 Minuten. Temperatur 80 Grad. Motor Stufe 3. Die fertige Vanillesoße jetzt einfach nur noch in eine Karaffe umfüllen.